Es ist Herbst. Die Bundesliga atmet durch, denn es ist Länderspielpause. Zeit, um ein erstes Fazit zu ziehen. Wir sind hier auf dem Hertha-Trainingsgelände und wollen uns mal umhören, was die Fans und was die Experten zur bisherigen Saison sagen. Hallo. Hi. Ich bin absolut zufrieden. Die Punktausbeute ist echt klasse. Und vielleicht kann man so sagen, ein, zwei Punkte hat man liegen lassen. Wenn sie nicht abdrehen, keinen Trainer entlassen oder so, läuft das. Also ich denke, das erste Ziel ist die Klasse halten. Und dann geht es halt einfach darum zu sagen, Aufsteiger bleibt in der Liga, passt. Auf jeden Fall, also als Aufsteiger jetzt so weit oben dabei und ein tolles Spiel gegen Schalke und gegen Bayern. Das hätte man vor der Saison wahrscheinlich nicht erwartet. Ja, wenn man zum Ende der Saison immer noch auf 7 steht, dann möchte man natürlich auch auf 6 kommen. Klar. Nach Europa zu schielen wäre ein bisschen zu früh. Also ich denke mal, mit dem 7. Platz sind wir auf jeden Fall zufrieden. Und ich denke mal auch, dass es jetzt so weitergeht. Also die Mannschaft ist stabiler als vor 2 Jahren im Abstiegsjahr.